Obwohl. Doch, ich gehe nochmal kurz in die Ragnarok. Und will gucken, ob da jemand drin ist. Irgendwie kommt mir da so vor. Als könnte da jemand drin sein. Ich weiß nicht, Laguna oder so. Würde aber eigentlich auch keinen Sinn machen. Ach genau, ich weiß, wie das war. In der Ragnarok werden jetzt die Leute vom Card Queen Quest und sowas, also nicht Card Queen Quest, sondern eben vom CC Club, glaube ich, wenn ich die alle besiegt habe. Aber ich glaube, momentan ist quasi niemand weiter da an Bord. Wir schauen mal. Oh doch, Joker ist da. Wenn das Joker ist. Ja, laufen wir direkt an ihm vorbei. Ja, ich frage mich echt, wie die Leute hier hinkommen. So. Doch, Joker. Hey, Tag, ich bin Joker. Da ist ja der Teufel los. Naja, ich kann zwar nur ein wenig helfen, aber sag mir Bescheid, wenn man es braucht. Natürlich bin ich jederzeit für einen Spiegel zu haben. Schließlich bin ich ein CC-Freak. Ja, jetzt auf einmal, wa? Aber brauchst du was? Shop und Junk Shop. Mensch, das wusste ich noch nicht mal. Also nicht so wirklich, nicht so wirklich mit meinem vollen Wissen und Gedächtnis und sonst was. Also früher habe ich mich immer geärgert, als ich noch kein Tomb Raider hatte und Co., dass ich hier auf CD4 dann quasi nichts mehr kaufen kann, weil da die ganzen Städte zu waren. Dass hier einer rumsteht, ist für mich neu. Also ich habe nur letztens gelesen, als ich eben in meiner Lost Episode quasi, als ich da versucht habe, den CC-Quest zu machen, habe ich gelesen, dass dann die Leute, die ich besiege, zum Schluss auf der Ragnarok sind, damit ich mir noch die Zeit vertreiben kann anscheinend. Aber dass an sich von Anfang an dieser Joker dabei ist, tja, na gut, warum sollte man auch, wenn man die Ragnarok gefunden hat und ein bisschen durch die Gegend fliegen möchte und sich darauf freut, warum sollte man mal in die Ragnarok gucken? Darauf kommt man nicht so einfach. So, aber genug davon. Jetzt endlich mal weiter wieder in der Story. Schon wieder so viel Support ich hier. Deshalb machen wir jetzt einfach in der Story weiter und besiegen noch ein paar Viecher. Bevor wir uns für heute zurückziehen. So, stimmt, irgendwann muss ich quatschen. Well, weißt du, wenn du wollen, na klar, weiß ich das. Und zwar gleich raus hier wieder. Um da durchs Portal zu gehen. Um mich meinem Schöpfer entgegenzustellen. Wenn ich mich blöd anstrenge. Anstelle. Blöd anstrengen geht auch nicht so wirklich. Da hinten ist noch ein Portal. Ich weiß nämlich jetzt auch, wohin dieser andere Weg ging, auf der anderen Insel, wo ich mich die ganze Zeit vorhin rumgetrieben habe. Es gibt nämlich noch einen zweiten Weg, wie man zur Ragnarok kommt. Da muss man einen anderen Portalausgang nehmen, muss dann zu Fuß zu dem Chocobo-Schrein gehen, den ich da gefunden hatte, auf der anderen Insel. Und dann kann man da eben auch über dieses Heiligtum schlussendlich zur Ragnarok gelangen. So, alles aufgefüllt. Wir kaufen mal noch ein paar. Nicht im Hundeshop. Heilportion. So, 28. Plus 10. So, sehr schön. Genau, speichern müssen wir auch draußen. Denn speichern geht drin auch erstmal nicht. Ein bisschen Ursprungs über Speichern. Denn das ist auch so eine Ability, die uns quasi genommen wird. Aber ihr werdet gleich sehen, was wir alles verlieren. Seid ihr alle okay? Das ist also das feindliche Schloss. Wir sind also wirklich da. Well, ein unheimlicher Ort. Wohnen sie wirklich hier? Ganz bestimmt. Der Feind, den wir besiegen müssen. Die Hexe aus der Zukunft.
dass wir alle noch da sind, beweist, dass die Zeit unsere Existenz noch duldet. Hm. Was machen wir nun, Squall? Wir teilen uns in zwei Gruppen auf. Die Heldengruppe, mit der wir nur rumlaufen, und die Mädchengruppe, die uns nachher nur helfen wird, um Ultima Weapon zu besiegen. Wobei ich glaube, dass wir dann trotzdem noch zwischendurch mal umkoppeln müssen, denn da gibt es so eine komische Wippe, die wir, glaube ich, benutzen müssen. Und da kann dann bloß das andere Team weitergehen. Quasi die Männer sind ja die schwereren und die gehen dann immer nach unten auf der Wippe und die Frauen gehen nach oben. Dann müssen wir mit denen mal irgendwann weitergehen. Irgendwie so. Durch die Untertanen der Hexe Artemisia wurden einige Abilities versiegelt. Versiegelt worden. Item-Zauber, GF-Draw, Befehls-Abilities, Spezialtechniken, jegliche Belebung und Speichern. Innerhalb dieses Gebäudes bleiben diese Abilities versiegelt. Ja, das ist wirklich eine ganze Menge. Holen wir es doch gleich mal was wieder. Weiß noch gar nicht was. So. Buße dem, der es wagt, das Siegel zu brechen. Denn ist natürlich der erste Gegner, der ist leicht, den müssen ja auch Leute, die nicht so gut gekoppelt sind wie ich, die sich bisher nur auf GF verlassen haben, müssen den ja auch mit normalen Attacken besiegen können. Denn wie ihr gleich sehen wird, uns bleibt nichts anderes übrig, als das so zu tun. Und deshalb hat der relativ wenig HP. Aber unsere Stärkekopplung zieht noch. Hatte ich eigentlich auch nicht anders erwartet. Das heißt, eine Runde und das war's. Ach nee, der hat eine zweite Form, stimmt. Teufelsbeschwörung. Oh, ein Doppelhacker, na wie fies. Aber ob ich mich darum noch kümmern muss? Oder überhaupt kann? Nee. Weder muss noch kann. Das Viech hat es hinter sich. Zwei Runden angreifen oder waren es drei? Ich weiß es nicht. Und das war's. Ja, und so kämpfen wir uns jetzt immer schön weiter durchs Schloss. Diese Viecher lauern an jeder Ecke. Es gibt sehr viele Geheimnisse zu entdecken. Also die man auch entdecken muss quasi. Also man muss nicht alle Gegner hier besiegen, um zu Artemisia zu gelangen. Sondern nur ein paar. Hier zum Beispiel, der hat gerade den Weg versperrt. Den müssen wir besiegen. Finalex hier. Tja, konnten nicht mehr aufgenommen werden. Was soll's. Tomberry kann betrügen. Brauchen wir auch alles nicht mehr. So, welches Siegel soll gebrochen werden? Item, Zauber, GF auf jeden Fall als letztes. Dwarf brauchen wir auch nicht. Befehls-Abilities, das ist sowas wie Heilen und Beleben. Oder Stürmen. Stürmen können uns eigentlich ganz recht kommen. Spezialtechnik. Also unsere Limit Breaks. Jegliche Belebung. Beleben brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Und Speichern, das ist auch nicht ganz so wichtig. Also Befehls-Abilities. Entschuldigt. Spezialtechnik. Item. Erstmal die Befehls-Abilities. Können wir wieder beleben, heilen und so weiter. Wobei beleben nicht, denn jegliche Belebung ist ja immer noch nicht erlaubt. Aber Sturm vor allem. Das könnte uns hier die ganzen Gegner ziemlich schnell entledigen. So, wo ich jetzt lang gehe, ist einfach mal so ein bisschen randommäßig. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier wo war. Ich glaube, hier war es hier. Irgendwo hier war, müsste die Glocke sein. Ich glaube, die war weiter unten. Es gibt eine Glocke eben, die läute ich, und da habe ich eine Minute Zeit. In der Minute habe ich die Chance, zur Omega Weapon zu kommen. Das heißt, eins von meinen Teams muss die Glocke läuten, dann wechsle ich zum anderen Team und das andere Team besiegt Omega Weapon.
So, hier ist die von mir schon erwähnte diese Waage, dieses Brückending, irgendwie sonst was. Hier müsste ich quasi jetzt das Mädchenteam draufstellen. Müsste ich mit dem Kerlteam von da oben kommen und dann drücken die es runter. Das heißt aber, dass ich das Mädchenteam umkoppeln müsste nachher, dass die auch was ausrichten können überhaupt.